ist schon wieder Herbst. Stimmt, wir haben Hühner, ne? Für die, die es beim letzten Mal nicht mitbekommen haben, wir haben zwei kleine Küken. Und zwar da und da. Nein, war Spaß. Wo haben wir denn Küken? Küken! Ach da, da sind die kleinen. Küken 1 und Küken 2. Ah, wie süß. So, hier wollen wir noch ein Gatter reinbauen. Haben wir aber aktuell nicht. Ich muss mal gucken. Hast du da eigentlich eine Frau schon? Ja, wir haben, die haben wir beim letzten Mal sogar schon geschwängert. Da ist er. Da ist er, Miltreda. Ist eine Alkoholikerin. Eine lustige Alkoholikerin, die jeglichen Spaß mitmacht und die hat ein Kind. Nenn eins Chicken und das andere Nugget. Ich kann die, glaube ich, nicht benennen. Das fehlt mir noch ein bisschen im Game. Ich würde auch die hier gerne alle umbenennen, weil Miltreda, was ist das für ein Name? Und der geht noch, der Name. Der geht noch. Der ist halbwegs erträglich. Nee, aber die haben auf jeden Fall fett geschwängert. Das heißt, wir haben irgendwann jetzt den nächsten Nachkommen. Falls wir doch nochmal von unserem eigenen Dorfjäger gekillt werden, sind wir abgesichert. Ja? So. Nebenbei am Grafikkarten reinigen und neu zusammenbauen. Hey, wie cool. Wo hast du das ganze Zeug her? Fami, ich gebe dir meine Adresse, ne? Wenn du Stuff hast für mich, immer vorbeischicken. Ich freue mich über alles. Oh, Mann. Hat jetzt die ganze Zeit feinste Hardware am Start? Oh, warte mal, ich bin jetzt hier im Essensladen, ne? Breitwegerig. Der Wassereimer, der kommt jetzt erstmal wieder zurück. So. Dann. Ich würde gerne was verkaufen. Oh, wir haben sogar langsam gut gebratenes Fleisch. Das funktioniert. Ich werde verkaufen. Und zwar, ich werde verkaufen folgendes. Lass mal ein bisschen Fleisch verbraten und dann gehen wir Fleisch verkaufen zum Beispiel. Kohl, 29. Zwiebeln haben wir ganz viel. Die bringen halt nichts. Komm, wir machen einfach unser Geld jetzt mit ganz viel Fleisch, oder? So viel Fleisch, das verbrate ich jetzt manuell bei mir in der Bude. Geht es in der Küche schneller? Weiß ich nicht. Moin, Miltreda. Passt schön auf unser Kind auf, ne? Passt schön aufs Kind auf. Hoffentlich ein Junge. Dann Mädchen. Mädchen sind anstrengend. Ja, hoffentlich ein Junge, weil ich will kein Mädchen als Nachfahre spielen. Ich werde gern bei männlich bleiben. Tatsächlich war es damals so, dass es nur Junge als Nachfahre gab. Also nein, es hätte Junge oder Mädchen werden können, aber du konntest bloß den Jungen spielen. Mittlerweile kannst du, falls du ein weibliches Geschlecht haben möchtest oder selber spielen möchtest, musst du dir ein Kind machen und dann hoffen, dass es weiblich wird. Ich persönlich würde aber gerne männlich weiterspielen. Deswegen hoffen wir, dass es ein Junge wird. Ich hoffe, der Junge, der wird nicht so anstrengend. Oder das Mädchen. Die soll man nicht so... Der kriegt sowieso mit 4 Jahren sein erstes Spielzeug. Und zwar eine Hackung und kann dann das Feld. Der kann mal schön für sein Essen auch schon arbeiten, ne? Ich meine, da müssen wir alle durch. Da kenne ich nichts. Oder der geht direkt auf Jagd. Kriegt einen Pfeil und Bogen und kann in den Wald die Bisons jagen. Sorry, die Wiesens jagen. Ich meine, was soll's? Der kleine Balk. Der wird großgezogen, verbrät unsere wertvollen Ressourcen vom Dorf. Und soll da nichts dafür machen. Nee, da. Das kenne ich anders. Das kenne ich anders. Ich musste auch schon damals früh im jungen Alter arbeiten. Okay, ich wollte früh im jungen Alter arbeiten. Alles klar, Angie. Warum? Angie, sag ich schon, Kali. Guck doch bitte mal Rat der Zeit. Ich will da mit dir drüber reden. Ich will mit dir drüber reden. Also guck, dass du gefällig ist. Danke dir. Gute Nacht. Ich liebe dich. Bis morgen. Ich schreibe dir dann heute Nacht. Ich werde die Nacht wie immer durchmachen. Es ist ja Sonntag. Montag streamfrei. Dienstag streamfrei. Das heißt Montag. Also jetzt die Nacht, die gehört mir. Videos schneiden und am Game arbeiten. Ich kann es gar nicht verstehen. Ich würde lieber hier zugucken, wie ich 10 Minuten lang Fleisch brate, anstatt eine Serie zu gucken. Wie kann man denn eine Serie dem hier bevorzugen?
maximalster Content, maximalste Unterhaltung, maximalste Qualität. Ich hatte extra gesagt, die macht jetzt ihre Pillen, damit sie heute Abend hier zugucken kann, wie ich das hier mache. Apropos. Na, ihr sexy Hasen da draußen. Okay, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Das Fleisch wird verbraten. So. Mon chéri. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas drin, was wir gucken mal. Wir haben hier Schuhe, die können wir verkaufen. 140. Wir kriegen natürlich keine 140, aber annähernd. Pelz können wir verkaufen. Der Hammer wiegt ein Kilo. Nehme ich mit, können wir verkaufen. Holzspeer, nehmen wir mit, können wir verkaufen. Knüppel, nehmen wir mit, können wir verkaufen. Können wir uns eigentlich noch einen Küken kaufen, ne? Nee, machen wir nicht. Was können wir noch verkaufen? Ich guck mal noch hier rein. Leder und so. Bin doch hier. Ja, ja, deswegen. Deswegen. Ich habe ja extra gesagt. Du hast sogar deine Sachen extra früher gemacht, damit du hier sein kannst jetzt. So, warte mal. Holzschalen. Holzschalen, die lohnt sich gar nicht. Können wir nicht irgendwas herstellen? Stroh haben wir extrem viel, bringt uns nichts. Wir haben 132 Me... Und das wiegt nichts, Leute. Das wiegt nichts. Ich glaube, wir sind reich. Kann es sein? Ich glaube, wir sind... warte mal, ich muss mal kurz gucken. Was kostet uns Tierfutter? Weil wir haben jetzt Küken. Die wollen essen. Bin ich ehrlich. Die haben Hunger. Wie du auch. Die haben Hunger. Habt ihr doch Kühe als nächstes, wenn man das kann. Es gibt Schweine und Kühe. Aber Schweine sollen bestes Dung für die Felder. Also Feldarbeit ist extrem wichtig. Eigentlich wollte ich mir Schweine als nächstes holen. Aber Kühe sind wiederum gut für Milch, ne? Dann kannst du bessere Rezepte machen. Ich sehe auch gerade... Alter. Ich sehe auch gerade, die Jagdhütte ist ganz schlecht. Die hat keine Materialien. Da müssen wir uns sofort drum kümmern. Und der Hühnerstall, sehe ich gerade, hat keine Mitarbeiter. Eins. Ich weise erstmal unsere Frau zu. Die darf erstmal im Hühnerstall arbeiten. Schwanger, natürlich. Die ist extrem schlecht dafür, aber Hühner kann die ruhig füttern, ne? Erstmal. Wir haben ja noch nicht so viele Tiere. Wir haben noch wenige Türen in unserem Hühnerstall stehen. Ja, natürlich kann man das. Lad dir mal CPU-Z runter. CPU-Z. Ich schieb das mal ganz kurz dazwischen. Für YouTube wird's rausgecuttet. Wegen PIN-Anzahl? Was meinst du mit PIN-Anzahl? Meinst du den Steckplatz? So, und hier hast du extra Memory. Da siehst du Typ DDR4. Hier siehst du eigentlich alles. Alles, komplett. Und hier siehst du halt auch... Moment. Ja doch, Dual-Channel. Hier siehst du in etwa alles. CPU-Z, richtig geiles Tool. Alles klar, gibt's auch für die Grafikkarte GPU-Z. So, die Jagdhütte hat keine Materialien. Jetzt bin ich gerade am struggeln. Jetzt bin ich gerade am struggeln, lass mich überlegen. Ich wollte eigentlich in der Scheune nachgucken. Tierfutter wollte ich machen. Tierfutter braucht... Hab ich alles für, ne? Ist aber gesperrt. Fehlt uns das Rezept für Tierfutter? Wahrscheinlich. Habe ich Geld, um das freizuschalten? Wahrscheinlich nicht. Moment. Fähigkeiten. Ne, Technologie ist das, glaube ich, ne? Dann hier. Scheune. Tonbewurf. Passt. Passt. Tierfutter. Hab ich. Das war es mir wert. Das war es mir definitiv wert. Jetzt können wir hier nochmal in die Verwaltung... Schweine. Da oben. Das Management ist echt ein bisschen grausam gemacht, aber was willst du machen? Mehl. Wir machen so viel Mehl einfach. Das ist krass. Ich würde sagen, wir machen ab jetzt ein bisschen weniger Körner einfach. Schau mal, das passt, meine Logik. Weniger Samen herstellen. Aber dafür
Tierfutter. Zwei Tierfutter, das reicht. Zwei Tierfutter pro Tag reicht erstmal. Wir haben nur zwei Hühner. Das ist vollkommen lit. Nein, wir haben ja noch Essen. Wir haben ja noch. Wir könnten theoretisch... Nee, das können wir noch nicht machen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Stall. Das ist krank. Noch eine Scheune. So, das hätten wir schon mal gemacht. Bevor wir jetzt verkaufen gehen... Boah, so viele Pilze. Ey, wir brauchen einen Kräuterladen. Ich glaube, die sammeln das und dann können wir das auch verkaufen gehen. Und zwar machen wir wieder hier Kupfermesser. Brauchen wir Kupferbarren? Haben wir Stöcke? Alter, alles klar. Let's do this. Nehmen wir erstmal alle. Wir sind halt noch kein bisschen voll. Wir können doch verkaufen gehen ohne Ende, ne? Mach direkt 6 Stück, dann haben wir für... ich glaube, 2,5... Für 3 Tage, ne? Für 3 Tage haben wir dann wieder Stuff. Beneide Farmi. Ich suche noch einen Hardware-Supporter, ne? Ich würde gerne Hardware-Videos machen, Hardware-Streams und und. Falls einer Bock hat und einfach zu viel Geld da draußen hat. Leute! Ich suche Hardware! Dauert zum Glück gar nicht lange, Kupfermesser herzustellen. Absolut, absolut nicht lange. Jetzt haben wir auch gar keinen Kupfer mehr, ne? Ich bin am überlegen, ob ich doch nur wieder 5 Kupfermesser reintue und eins eventuell verkaufe. Weil wir haben beim letzten Mal ja festgestellt, das bringt doch gut Geld. Gut Geld. So. Wo sind sie, die Guten da? Ich verkaufe die alle. Ist mir jetzt egal. Ich verkaufe die alle. Die Holzhammer werden verkauft. Was haben wir jetzt noch so? Wir haben Holzstämme. 40 Holzstämme mittlerweile. Kalkstein ist halt auch mega belohnenswert, ne? Bringt einer auch 12. Könnte man. Mache ich aber nicht. Mehlpelz. Habe ich auch ganz gut was. Ich verkaufe hier so einiges jetzt, ne? So querbeet. So, Kalksteine werden wir krass benötigen. Werde ich jetzt aber ein paar verkaufen. Okay, meine Tour ist fertig. Wo gehen wir jetzt verkaufen? In Barnica können wir verkaufen. Dann können wir direkt noch eine Quest machen. Wahrscheinlich wieder eine Holzfäller-Quest, ne? In Barnica. Wir müssen auch mal nach Rolnica. Da haben wir auch noch. In Gostovia haben wir noch eine fette Hauptquest. Was haben wir denn in Gostovia aktuell für eine Hauptquest? Alwin. Sprich mit Alwin. Die schließen wir ab, ne? Jahre bis diese Questreihe verfällt, 15. Oha. Stirbt der denn in 15 Jahren? Ja, lass nach Gostovia gehen. Aber auf dem Weg nach Gostovia nehmen wir Borovo noch mit. Können wir mal gucken, ob wir wieder ein bisschen was klauen können. Er ist stark dafür. Wetten, dass wir jetzt... Ist eine neue Jahreszeit. Wetten, dass wir jetzt wieder hier auf geile, interessante Sachen stoßen und wir die nicht mitnehmen können, weil wir einfach viel zu voll sind. Ich kenne unser Glück. Ich stöhne euch erstmal noch so lange ins Ohr. Die Ausdauer. Wenn ich könnte, ich würde sie skillen. Aber wir leveln ja nicht. Ich glaube, weniger Ausdauerverbrauch gibt's, ne? Wobei ich nicht weiß, ob es den auch gibt beim Schnellrennen. Wir können auch mal hinter Gostovia, da gibt es ein paar schöne Orte, wo wir eventuell, nachdem wir verkauft haben, da gibt es ein paar schöne Orte, wo wir noch ein paar gute Dinge looten könnten, maybe. Gegebenenfalls Banditen. Ja, da machen wir wieder Organhandel. Dann looten wir dessen Organe. Da bin ich ja ziemlich gut drin. Gibt's Pferde auf jeden Fall. Aber die sind schweineteuer, da bin ich noch nicht. Das Spiel kannst du endlos lange spielen. Aber bei Pferde, du, da muss ich noch. Aber Pferde sollen wirklich belohnenswert. Nee, da ist nichts. Sollen wirklich belohnenswert sein. Freue ich mich schon aufs Erste. Braxen, moinsen! Und viel Spaß beim Lurken. Der Gute. Die gute Stute. Was Braxen wohl im Hintergrund zockt. Ikarus?
Bei Ikarus bin ich mir noch nicht sicher, Leute. Kann auch sein, dass ich das Game... Ich weiß nicht, ob ich das jemals nochmal zocken werde. Es ist ein cooles Prinzip, aber ich finde den Stil finde ich schwierig. Ich weiß nicht, ob der mir passt. Was meinst du, Ikarus oder meinst du hier Medieval? Welches Game? Ich hätte gerne noch ein bisschen Löwenzahn, aber gibt's glaube ich bloß im Frühling und im... Was ist das denn? Zweige, oh. Schön ein paar Zweige gesnackt. Ich mag so Survival-Spiele. Ach, das hier, alles klar. Glaube ich wahrscheinlich, ne? Ich meine, Medieval, Ikarus ist ja weniger Survival-Game. Also ist schon eins, aber das ist ja nicht die Quintessenz von dem Game. Ah ja, Medieval Dynasty, sehr gut. Geiles Game. Also wer sowas mag, sollte sich das auf jeden Fall kaufen. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Es ist chillig einfach. Es ist kritisch im Livestream zu zeigen, gebe ich zu. Aber wenn man sowas mag, für einen alleine, ist das ein Träumchen. Vor allem, es kommt ja, bis du dir das kaufen kannst, kommen schon wieder neue Features rein. Die Entwickler haben ja extra eine Roadmap. Und es ist ja bekannt, dass jetzt demnächst wieder neue Features reinkommen. Wo ist denn hier die Hühnertante? Ach da. Hey, warte mal, bleib stehen, Oma! How is life treating you? Oma, die ist 21 Jahre alt. Huch. Ja gut, zeig mal deine Waren. So. Wie viel Kohle hast du? 1000. Pass auf, das ziehe ich dir komplett aus dem Ärmel, Alter. Hier noch ein bisschen Flachs, Kalkstein, Leder, Mehl kriegst du komplett. Meine Pelze, Steine, Stöcke, kriegst du alles. Pass auf. Dann kriegst du mein ganzes Fleisch, was ich dabei habe. Kannst du an deinen Hühner verfüttern, die werden groß und stark und dann kaufe ich sie dir ab. Below. Hier, geile Riesenschirmlinge. Ne, dunk, um Gottes Willen. Auch. Jetzt haben wir, ja, 700. Dann wollen wir noch unsere Hammer verkaufen. Den hier auch, den ziehe ich gleich an, der ist noch 100%. Holzspeer. Behalte ich jetzt mal, aber den Knüppel, der kommt weg. Dann hatten wir noch Pelzschuhe, werden auch verkauft. Dann, ich hoffe, das waren jetzt nicht unsere Pelzschuhe. Okay, cool. Wir haben ein bisschen das Geldverhältnis getauscht, ne? Also sie hatte zuerst 1000, wir hatten 50, jetzt haben wir 900 und sie hat noch 200. Also passt, passt, passt. Was mich jetzt interessieren würde. Sie hat Dung. Stellen wir selber noch ein bisschen her? Warte mal, kostet ja nicht viel, ne? Wenn ich mir 33 Dung mitnehme, können wir selber noch ein bisschen leveln. Das ist gut. Alles klar. So, Tierfutter machen wir selber. Dann könntest du ein bisschen einen Schritt zur Seite gehen. Das wäre sehr nett. Danke dir. Auf nach Gostovia. Haben wir eigentlich noch Platz zu Hause? Können wir noch Leute ins Dorf holen? Können wir noch Leute ins Dorf holen? Warte mal. Verwaltung. Häuser. Wohnhäuser. 2-2-2-2. Einpass. LOL! Hä? Wir haben halt einfach noch Platz ohne Ende, ne? Wir haben noch Platz. Zwei Leute können wir noch reinholen. Da müssen wir mal ganz kurz planen. Was bauen wir als nächstes? Essen haben wir erstmal fit. Neue Leute, die reinkommen, wird Essen ins Struggeln bringen. Okay. Ist aber erstmal egal. Was brauchen wir? Langsam jemand, der Werkzeug herstellt. Minenarbeiter geht noch nicht. Jemand, der sich um die Tiere, kümmert. Oha. Alles klar, Angie. Ist irgendwas Schlimmes passiert oder war einfach keiner mehr mitmachen? So, naja gut. Jemand für die Tiere brauchen wir. Dann gucke ich doch mal. Ah, nein, 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 nein. Lebe wohl. Ich wollte, das war ein Versehen. Ich muss erst mal gucken. Zwei bei Tiere. Drei bei Tiere. Oh, uns drei auf... Ja. Du gefällst mir. Was ist mit dir? Oh, die süße Lorelei. Du siehst aber noch jung aus. Wie alt bist du? 22. Okay, dafür siehst du schon ein bisschen zu alt aus. Aber krass, 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 krass. Kann ich eigentlich zwei Frauen haben? Ich kann nicht mehr flirten. Ah,
Hast du in letzter Zeit was Interessantes gehört, sag mal? Ja, Reunika, ich habe gehört, dass dort jemand eine Aufgabe für dich hat. Woher du das immer weißt, du? Das ist der Wahnsinn. See you soon. So, was hast du für Stats? 3? Ah, 2? Nee. 3 da. Aha. Ich glaube, wir nehmen sie hier, ne? Guck mich mal genau an. Ja, motiviert siehst du nicht aus, bin ich ehrlich. Punkt. Aber deine Fähigkeiten, die überzeugen anscheinend. Von daher, komm mal ins Dorf, meine Liebe, komm ins Dorf. So. Njestanka gehört jetzt uns, Leute. Njestanka gehört uns. Jetzt bin ich am überlegen, ob wir ihn auch noch reinholen, weil er hat halt überall 3 Außertiere, ne? Er hat überall, das ist Multitalent. Meinert, pass mal auf, Freund. Du kriegst auch mehr Geld als die anderen, weil du bist überqualifiziert für alles. Meinert, mein Bester, komm ins Dorf. Schließ dich unsere Siedlung an. Was hast du dazu? Das klingt wie das, was ich gesucht habe. Mit Vergnügen, mein Freund. Alles klar, großartig. Wir sehen uns im Dorf. Geil, Mann. So. Alle weg, die ich kannte. Oha.